Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Scheiße. Okay, keine Ausrede. Morgen geht's weiter. Sonnabend ist dann der zweite Wettkampftag und da geht's auch morgens gleich früh los und das geht auch abends bis 19 Uhr. Und da ist dann noch die Siegerehrung und das wird bestimmt auch ein lustiger Tag werden und wir werden wieder so viel schießen und ich bin mal gespannt, was da alles so abgeht. Es geht los, zweiter Tag morgens, Briefing war gerade, alle sehen ziemlich verpennt aus und ich bin gespannt, was heute losgeht. Wir fahren gerade wieder ins Militärgelände durch diese kleinen Serpentinenstraßen. Hier muss man aufpassen, es geht immer rum und runter und um die Ecke und ist gar nicht so einfach. So, jetzt sind wir am Militärgelände angekommen und fahren jetzt hier durch die Waldlandschaft. Ich zeige euch das mal. Shooter ready? Yes. Ready? Fire! Get back!
gerade ein Päuschen, ist was kaputt gegangen und wir können uns ein bisschen ausruhen und eine Stulle zwischendurch essen. Macht Spaß, super Wetter, besser geht's nicht. Nur die Ergebnisse sind nicht so toll. Should you ready? Ready? Go! Es geht gleich los, wir sind hier fertig mit dem Schießen und bin auch fix und fertig und es war nicht so gut heute, aber viel gelernt. Das ist wohl erstmal das Wichtigste. Ich habe gedacht, meine Muni schießt nicht ganz so, aber irgendwie treffe ich auf einen Kilometer auch, also muss es ja an mir liegen. So, der zweite Tag ist geschafft. Ich bin gerade hier auf dem Rückweg ins Camp und ich bin auch fix und fertig, reicht auch in der Sonne. Wir haben heute wieder 8 Stages geschossen. Und sehr anstrengend,
sehr technisch und sehr schwierig, würde ich sagen. Jetzt habe ich mir erstmal ein Bier verdient. Das wird es auch gleich geben. Ist es auch. Yeah. Und? It's ja, it's filming. It's yeah. My price. Ich habe ihn nicht verdient. Thank you. Thank you. Thank you, guys. So, morgens, letzter Tag, Rückreise. Ich stehe gerade in Norwegen am Fährterminal von Color Line und jetzt geht's rüber nach Hirtshals. Bisschen früh, aber was soll's, hab die ganze Nacht hier vorgeschlafen und ja, das ist das letzte Stück. Das Match ist zu Ende. Es hat Spaß gemacht. Ich habe was gewonnen. Das ist ja auch nun mal extrem selten, dass ich irgendwas gewinne. Natürlich nicht beim Match, sondern bei der Tombola. Und darüber freue ich mich natürlich. Und ansonsten, ja, gibt es die Überfahrt und nach 1000 Kilometern bin ich jetzt auch zu Hause dann. Und dann reicht's auch. Dann gab es also eine lange Reise wieder mal für ein einziges Match. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, sehr, sehr viel gelernt. Coole Jungs dort. Ja, werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder machen. Genau dieses, wie auch ein anderes Match in Norwegen. Und es macht schon richtig Spaß und es ist eine ganz andere technische Klasse als das normale klassische Long Range, was ja auch schon schwierig ist, aber das sind hier nochmal drei Nummern mehr. So, ich melde mich nochmal. Jetzt muss ich hier in Dänemark erstmal reinkommen. Hier sind Kontrollen ohne Ende. Da bin ich ja mal gespannt, was jetzt passiert. Wir warten hier schon eine Weile. Und ich lasse die Kamera mal mitlaufen. Bin in vielleicht einer Minute dran. Und bin mal gespannt, was hier so gefragt wird. Und was sie wollen. Vielleicht wollen sie irgendwas. Hi. Hi, Dion. Thank you. Bye, bye. So, es hat erstaunlich fix geklappt. So, wie ich mir das erhofft hatte. Und jetzt geht's noch ein paar Kilometer. 733 Kilometer heimwärts. Es wird noch eine lange, lange, lange Fahrt. Aber schön langsam und entspannt komme ich heute Abend wieder zu Hause an. Ich würde mal sagen, das war's. Mach mal jetzt zu, das zieht. Vielen Dank fürs Reinschauen. Falls das kleine Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Und falls ihr kein Video verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Ich muss mal ein bisschen nach da gucken auch. Hier geht es durch den Tunnel. Ja, Daumen hoch würde ich mich freuen. Und ansonsten sage ich, ich sah bergauf. Tschüss, bis zum nächsten Mal. So, wir sind jetzt auf Stage 7 und ziemlich fertig. Ich muss ein bisschen aufpassen, das heißt überall Baustelle mittlerweile.
Heißverkehr haben wir noch Vorfahrt. Ja, nachher gibt es noch was zu essen.